Okay, lass mal gucken, was der Pumping Monkey hier gemacht hat. Okay, wir gehen da rein. Wir gucken mal uns Pumping Monkey an. Ich küsse eure Herzen. Twitch de la Rue TV. So, Kommt rein. Gentlemen and Ladies. Guck mal, diese extra Disclaimer. Dieses Video wurde vor Ramadan gedreht. Größte Lüge. Nein, Spaß. Ich weiß nicht. So, Gentlemen and Ladies. Spaß. Ladies and Gentlemen, danke schön fürs Einschalten. Willkommen zu Folge 2 meiner neuen Show. Natürlich so, dass hinter der Wand Mädels sind und sich ein Typ ein Date aussucht mit seinem Ah, Kumpel. wie, der ist 54, ja? Das Ganze wird natürlich unterstützt von Hofatelier. Erster Link ist auch in der Beschreibung, könnt ihr natürlich abchecken. Und ihr dürft nicht vergessen, dass das Studio natürlich mietbar ist. Ich miete mir das Studio auch. Yelda, ich küsse dein Herz dafür. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf die Ladies und schau mal, was sich alles so hinter der Wand befindet. Ich bitte einmal die Ladies rein. Ladies, kommt ihr bitte? So, also wie ihr sehen könnt, sind die Mädels angetreten. So, dann bitte ich einmal den Typen, der heute das Date bekommt, hierher einmal. Und einen Applaus. Ich kenne ihn, ist das nicht dieser Yüksel? Stell dich mal einmal vor. Hallo Leute, mein Name ist Yüksel Lee, komme aus Frankfurt. Viele kennen. Das ist ein OG, Digga, der hat damals gerappt. Der hat damals gerappt, wo Sido bekannt geworden ist. Weil ich Musik produziere. Olli, hättest du die Socken angelassen, dann hätte dich die Monika nicht verlassen. Produzent. Produziere. Olli, hättest du die Socken angelassen, dann hätte dich die Monika nicht verlassen. Produziere Rap-Videos mitgemacht. Ah, was willst du, Alter? Was ist hier los? Manche Frauen habe ich auch natürlich auch berühmt gemacht. Ich mache das, wo ich auch Bock habe. Yüksel D, für euch am Start. Yüksel D, macht alles klar. Und mal schauen, was passiert. Der ist also schon sehr lange dabei, wissen, ja? Yüksel ist bekannt dafür, dass du mit Gina Lisa zusammen warst. War ein Schützling von mir. Ich habe sie damals angemeldet bei Germany's Next Topmodel. Ich habe damals viele Models rausgebracht. Okay, du hast auch heute Jungs da. Krass. Wie alt ist der? Ich weiß es nicht. 50? Also er sieht zwar nicht aus wie 50, aber... Die dir helfen? Ja, ich habe einen Freund von mir, den Felix, und meinen Cousin. Dein Cousin? Genau. Holen wir deinen Cousin und deinen Kollegen einmal auch hierher. Jetzt komm her. Du bist der Cousin? Genau. Ihr seht euch sehr ähnlich. Ich bin der Cousin von Yüksel und heute werde ich ihm helfen, seine Traumfrau zu finden. Amen. Und das ist der? Servus Leute, ich bin der Felix. Ich bin heute hergekommen, um Yüksel zu unterstützen. Das habt ihr ja schon mitbekommen. Ich hoffe heute auf jeden Fall, der wird seine Traumfrau finden. Das ist der geilste Typ, den ich je kennenlernen durfte in meinem Leben. Was meinst du, Felix? Meinst du, Yüksel bekommt heute sein Date? Ich denke auf jeden Fall, das verdient hat das, ja. Seid ihr eigentlich alle Single? Ja. Für dich können wir auch direkt mitsuchen, oder? Ja, das wäre auch gut. So, du guckst jetzt, blickst jetzt einmal auf die Füße oder Schuhe von den Mädels. Ja. Fällt dir schon mal was auf, wenn du so hinguckst? Ja klar, also Schuhe sagen wohl viel über eine Person. Ich kann dann direkt sagen, wie alt die Leute sind in den Schuhen ungefähr. Weil wie die Schuhe gepflegt sind oder was man trägt, dann weiß man, wie der Charakter des Menschen ist. Was sagt ihr, wenn ihr so die Schuhe euch anguckt? Ja, also da ist auf jeden Fall von allem ein bisschen was dabei, ja. Was sagst du, Cousin? Was mit ihr Schuhe? Hat die drauf gekackt oder was hat... Hat die kein Klopapier oder was hat sie... Was, warum, was ist mit ihr Schuh, Bruder, ja? Walla, was hat die da gemacht, Bruder? So? Den der Mitte mag ich. Die mit den Schlappen? Mhm. Ah, wir haben hier einen Fußfetisch auf jeden Fall. Dann machen wir das Ganze jetzt so. Gut, dann hätten wir gern einmal die runde Vorstellung. Hallo, schönen guten Abend. Bianca mein Name, ich bin 35 Jahre alt, komme aus Offenbach und bin beruflich tätig beim Radisson Hotel. Bin da zuständig für die Konferenzräume, Events und Meetings. Ja, bin gut aussehend, groß, schlank, athletisch, habe viel Temperament und suche noch nach meinem passenden Liebhaber. Dankeschön. Wisst ihr, was mich das erinnert hat? An alle, die ein bisschen älter sind. Kennt ihr noch Kai Pflaume damals? Der hat doch immer so eine Show gehabt. Walla, wie hieß diese Show nochmal, Jerrys? Für alle, die richtig alt sind, Reddys, ja? Nur die Liebe zählt. Ja, hi, mein Name ist der Fabian und... Walla, das waren Zeiten, Reddys, gell? Oh mein Gott.
Ihre Stimme hat sich genauso angehört wie so ein Ausschnitt aus Nur die Liebe zählt. Total sexy. Also. Oder war das Herzblatt? Nee, es war Nur die Liebe zählt, oder? Ich sag ganz ehrlich, das hat mich ja jetzt schon, kriege ich ja Gänsehaut, wenn ich das höre. Okay, machen wir weiter. Ramona, mein Name. Bin tätig in vielen PR-Events, Veranstaltungen anzutreffen. Arbeite auch für das Deutsche Rote Kreuz. In der Flüchtlingshilfe. Bin Mutter zweier Kinder und suche nach dem perfekten Partner. Hast du eigentlich auch Kinder? Kinder? Nee, ich habe keine Kinder. Ich habe nur Tinder. Okay. Ich hab kein Problem. Also ich bin kinderfreundlich, ich bin Tiere. Also du bist auch direkt der Vater. Was? Du, ich hab kein Problem. Also ich bin kinderfreundlich, ich bin Tiere. Also. Bruder, der Typ ist Baba, Digga. Ja, das ist so ein alter Frankfurter, man merkt schon, Digga. Ich bin kinderfreundlich, das sind Tiere, Baba, Digga. Du bist auch direkt der Vater. Ja, ist kein Problem. Okay, dann hören wir uns weiter. Ja, ich bin auf jeden Fall Chantal, ich bin 18 Jahre alt, ich komme aus Italien, bin 1,60 und bin gerade frisch aus einer Trennung. Oh, da könntest du echt der neue Wendler sein heute. Egal! Könntest du der neue Wendler sein? Okay, was sagst du zu ihr? Ja, die sagt ja schon alles. Ja, die AMK, der Schlappenmann, das sagt ja schon, Ausländer macht Kohle. Okay, wir machen weiter. Ja, hallo, ich bin Amalia, ich bin 18 Jahre alt, bin halb Russin, halb Armenierin und mache gerade eine schulische Ausbildung als Pflegeassistentin. Sehr gut, mein Kind, weiter. Hi, ich bin Mina, 24 und seit 2 Jahren Single. Oh, die war lang Single, ja? Hi, ich bin Enisa, ich bin 18 Jahre alt und bin seit einem Jahr auch Single. Okay, also... Ich will dir nicht zu nahe treten, Mina, aber hast du auf deinen Schuh gekackt? Sag Wahrheit, das ist nur unter uns, Digga, ja? Das ist ehrlich, du musst ehrlich, das ist ehrlich, das ist ehrlich hart, Bruder, ja? Die Mädels haben sich ja jetzt eine Runde vorgestellt, ich weiß nicht, ich krieg immer so ein Lachblech. Was sagst du schon mal, also wer spricht dich so an? Ja, die stimmenmäßig waren sie alle cool, sexy und sympathisch waren sie auch. So, die in den braunen Schuhen, zum Beispiel die. Ich glaube, die ist ziemlich ungemütlich, weil die räumt zu Hause nicht auf, die Schuhe sind dreckig. Also das heißt, wenn sie zu Hause, Jogginghose, mir alles egal. Mädels, jetzt kommen die Fragen an euch. Wann ist der beste Zeitpunkt für den ersten Kuss? Der erste Zeitpunkt für den besten Kuss wäre... Der erste Zeitpunkt für den besten Kuss, krank. Wenn der Moment passt, aber die gewisse Vorspannung muss auf jeden Fall da sein und es muss kribbeln und es muss dann eine Explosion sein. Also die Frau, die versteht's, Männer zu verführen, das ist ein Profi, das ist ein Profi. Okay, weiter. Für mich kann der erste Kuss relativ am Anfang sein, weil wenn der Mann nicht gut küssen kann, kann er gleich gehen. Ja, die ist ja gnadenlos, die tut ja direkt die Eidechse in den Mund schieben, in der ersten Sekunde. Fällt dir das? Ja, bei der... Oh mein Gott, Bruder, der Typ ist ein Frankfurter Original, Bruder, ja? Wie, Alter, Bruder, ja? Also anscheinend geht's bei dir ruckzuck, das finde ich gut, ja? Was sagt Cousin dazu? Ich akzeptiere die Meinung von meinem Cousin. Immer mit Familie bleiben und so, deswegen, ja. Weiter? Also meiner Meinung nach finde ich, dass man nicht direkt sich küssen sollte, sondern auf den Moment warten sollte. Also man sollte sich nicht direkt mit jemandem rumlecken. Welchen ist das? Welche Nummer ist es? Richtig kennenlernen. Ah, die Schlampenfrau. Okay, also deine Meinung, ja, jeder hat seine Meinung, also ist ja kein Gruppenzwang. Okay, weiter geht's. Also ich denke, beim ersten Date sollte jetzt auch nicht der erste Kuss direkt da sein. Nach dem zweiten, dritten Date, wenn es halt wirklich passt. Zweiten? Ja, was ist der Unterschied zwischen dem ersten und zweiten? Hallo? Hörst du mich? Pass auf, Frau. Nein, du verstehst es falsch. Guck mal, wenn man das erste Date hat, dann kennt man die Person ja noch gar nicht richtig. Und da ist erstmal für mich zumindest das Kennenlernen. Und ja, aber dann natürlich wenn ich schon eine Person sehe. Nee, ich rede gerade. Nein, ja, red ich. Wenn es dann natürlich passt, ne, dann kann man ja auch mehrere Dates haben und dann kommt es halt erst dazu. Aber beim ersten Date ist das für mich nichts. Nee. Also gefällt dir das schon mal, dass sie dich so unterbricht? Also ich sage ganz ehrlich, bei der Frau habe ich nichts zu lachen. Die knechtet einen. Glaube ich, das ist ein richtiger Knecht. Das ist eine Frau, die zu Hause die Hosen anhat. Stehst du drauf? Auf keinen Fall. Ich würde sagen, dann, wenn es halt funkt. Was? Dann, wenn es funkt.
Was? Wenn's funkt. Jawohl, die ist gut. Ey, ich feier den. Walla, der ist krass. Kommt auf den Moment an, wenn die... Walla, der ist Altschule, man merkt es, Digga. Der nimmt kein Blatt vor den Mund, Digga. Die Personen wissen, die schauen sich an. Das ist halt immer so, man kann keine Zeit, man kann keinen Ort sagen. Ich finde, das passiert dann einfach. Also, die Letzte hat vollkommen recht. Der perfekte Moment ist, wenn du es entscheidest. Was sagst du? Welche raus? Also, definitiv die mit den schönen Lackstücke, weil da habe ich nichts zu lachen. Also, ich bin kein Typ, der sich von der Frau knetschen lässt. Denn wenn ich nach Hause komme, ich bin der Mann. Dann bitten wir dich einmal raus. Der ist ja ein Kind. Hi. Hallo. Was sagst du dazu, dass du rausgeflogen bist? Ja, ich bin stolz. Also sowas hätte ich jetzt nicht gedatet und deine Aussagen finde ich jetzt auch nicht so cool. Ja, ich bin Amalia. Ich war, wie ihr gesehen habt, die Erste, die rausgeflogen ist. Jetzt als Nachteil würde ich es nicht sehen. Er war auch etwas älter. Darauf stehe ich jetzt nicht so. Also... Ja, wir sind heute bis Sahur live, Dreys. Wir sind bis Sahur live. Ich küsse eure Herzen. Schlimm war es jetzt für mich nicht, auf jeden Fall. Deine Einstellung total falsch. Wieso ist meine Einstellung falsch? Generell, wie du redest, ich finde, du pushst dich ein bisschen auf, machst dich so cool. Und ich denke, eigentlich bist du gar nicht so. Ich glaube, du tust einfach nur so, weißt du? Naja, also ich spiele ja gar keine Rolle. Ich sage ganz ehrlich, wie alt bist du? 18. Ja, das geht gar nicht. Also immerhin. Aber trotzdem, bist eine hübsche Frau, alles richtig gemacht. Ah, der auch so jung, das geht ja gar nicht. Wie alt ist Yüksel, Digga? Ich würde es gerne wissen, Bruder, ja? Ich weiß es nicht, Chat. Ich kann schätzen. Der Bruder ist 46 oder so. Ich weiß es nicht, Bruder, ja? Ja, vielleicht was für deinen Cousin. Cousin, was sagst du denn, Digga? Also, wenn ich ehrlich bin, das hat mir gefallen, was sie gesagt hat und so. Und ey! Mir so viel war, als ob sie so für immer da wäre und so niemals fremdgehen würde. Und gefällt dir vielleicht Yüksel sein Cousin? Auf jeden Fall besser als er. Ist er dein Typ, ja? Ja. Ihr könnt ja später Nummern austauschen. Ja. Cousin hat gerockt, Digga. Schönen Tag noch Ihnen. So, Jungs, so, also, jetzt sieht man die Hosen von den Mädels. Yüksel, ja. Was sagst du schon mal? Guck dir das mal einmal an, check's mal ab. Ja, die sind alle ziemlich sportlich, haben schöne Beine, alle, schöne Hände. Fällt dir irgendwas auf? Alles sehr sportlich, ja, sehen alle aus, als würden sie Sport machen. Cousin? Die ganz rechte mag ich am meisten. Die scheint so elegant zu sein, aber mit ihr kann man im Spielplatz gehen oder Fußball spielen. Hä? Jetzt kommen die nächsten Fragen. Was hast du gesagt, Bruder? Das meint er nicht ernst, ja? Boah, ich will eine Doku mit dem drehen, ja? Der und Tolga, Bruder. Gleiche Grundschulklasse. Elegant zu sein, aber mit ihr kann man im Spielplatz gehen oder Fußball spielen. Hä? Jetzt kommen die nächsten Fragen. Findest du Sex in der Beziehung ist wichtig? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich sehne mich nach meinem wilden Tiger im Bett. Ganz klar, Sex ist sehr, sehr wichtig. Ich liebe Sex und brauche viel davon. Das ist eine Maschine, die Frau, das ist eine Maschine. Okay, weiter geht's. Für mich ist Sex absolut wichtig in einer Beziehung, denn ich bin ziemlich nymphomanisch auf meinen Partner geprägt und vergehe ihn mindestens drei Mal am Tag. Da kann ich nicht mehr, da fange ich an zu stottern. Okay, weiter geht's. Für mich spielt Sex... Warte mal, was passiert hier, ja? Pumping, was machst du, Digga, ja? Pumping, Bruder, ja? Auch eine große Rolle, weil sonst macht ja die Beziehung auch gar keinen Spaß so, ne? Ja. Man muss sich auch lieb haben und so. Chill, also ich bin Jungfrau. Ja? Hey! Jungfrau? Ja. Junge, Junge, warum ist die... Die ist Jungfrau, ihr habt eine Jungfrau hergeholt. Ich wusste das auch nicht. Kann man die bei eBay versteigern? Okay, wir machen weiter, die letzte... Ich distanziere mich. Ich habe mit diesem Yüksel nichts zu tun, Dreddys. Ich habe mit ihm nichts... Ich kenne ihn gar nicht. Ich habe damit nichts zu tun, Dreddys, gell? Also ich finde, es gibt auch Privatsphäre, man muss nicht alles preisgeben. Ja, das ist so ein schleichender Prozess, die hat bestimmt faustdick in den Ohren. Sagst du direkt noch eine raus oder sagst du noch eine Frage? Zu der mit den Chucks da, mit den Schuhen. Ziehst du öfter so Turnschuhe an? Ab und zu. Kommt immer drauf an, was ich anziehe, auf den Style. Mhm. Es kann sein, dass sie zu jung für mich ist, weißt du? Junge Leute ziehen Chucks an und so. Raus oder machen wir weiter? Die kann raus. Kommst du bitte einmal raus? Er wird eh irgendeine von den Älteren nehmen. Der wird 100% die Erste richtig, nehmen, sag ich. Richtig. Was sagst du dazu, dass du gekorbt wurdest? Ich sehe es nicht als Korb an. Hey, ich bin's Anissa, ich bin auch in der zweiten Runde rausgeflogen, aber scheiß drauf, sieht einfach aus wie mein Vater, Leute. Also, du bist zu jung für mich, definitiv. Ich so was Älteres. Bei mir muss es ab 30 sein.
Bei mir ab 19. Dann hast du nur noch 4 Mädels am Start. Wir machen weiter mit den Fragen, Mädels. Hast du selbst eine Frage an die Mädels oder soll ich das machen? Also ich bin in der Meinung, dass heutzutage wir offen sein sollten für alles. Mädels, ich finde, schaut ihr mit eurem Partner Pornos an oder ja oder nein oder alleine? Also Pornos schaue ich mir sehr ungern an, weil ich mache lieber eigene. Okay. Und ich finde, es muss nicht bei einem Dreier bleiben. Also ich finde es auch ganz interessant, noch ein Pärchen dazu zu nehmen und einfach. Pumping, Bruder, ja, was passiert mit dir, Bruder? Auf was bist du, Bruder, ja? Was hast du gemacht? Frankfurt, ich muss weg von dieser Stadt, Bruder. Das entwickelt sich alles in eine ganz komische Richtung. Einfach mal zu tauschen, weil man will ja auch nicht immer nur Steak essen, ne? Moderne Frau, die mit den braunen Schuhen, was sagst du? Nee, gar nicht. Und Nummer 3? Also bei mir ist das so, dass ich kein Partner brauche, sondern ich mich auf meinen Freund aufgeile. Ah ja, gut. Okay, sagst du schon mal eine raus? Ja, definitiv, weil mit den Badeschlappen da, die waren mir so spröde, weil ich kann das auf keinen Fall, wenn jemand schon so Hemmungen hat, weißt du? Okay, dann bitten wir dich einmal raus, Bademeister. Andere Seite. Hi. Was sagst du dazu, dass du raus bist? Ich bin Chantal, ich bin gerade rausgeflogen. Es war eine Erfahrung für mich und ich gehe jetzt weiter ins Hotel. Ja, scheiße gelaufen, ne? Hübsche Frau wäre auch zu jung für mich, definitiv. Aber sehr hübsche Frau. Dankeschön. Du hast ja jetzt nur noch 3 Mädels. Ja. 3 Mädels noch da? Alle. Ich hab gedacht, ich bin Devour gerade drin. Auf Altraum, ja? Die 3 sehr stark. Jetzt machen wir das so, dass du den ganzen Körper siehst, okay. Außer das Gesicht. Also check mal ab, was sagst du? Ja, die Nummer 1, brutale Figur. Schon, ich stehe auf große Frauen natürlich, gell? Nummer 2, kannst du mal ein bisschen mal den Popo wackeln? Also schon auch eine Granate. Ja, die dritte ist auch süß. Tolle Beine, tolle Figur, tolle Hände. Sieht auch stark aus. Sind alle 3. Die letzten 3 als Endstufe, gell? Dann kommen wir zu einer Frage jetzt. Mädels, seid ihr eifersüchtig? Ja, absolut. Hin. Also ja, ich kann gut eifersüchtig. Ich will nur wissen, wen er nimmt, um ehrlich zu sein. Ich will wissen, wen er nimmt. Ich sein, aber ist also jetzt keine kranke Eifersucht. Weil ich ja sowieso weiß, dass ich die Schönste und die Beste bin. Ja, sie ist halt verliebt in mich. Jetzt schon, das hör schon. Was tippt ihr? Was tippt ihr? Wen nimmt er? Ich sag dir, nimmt 100% die Erste. Sie ist verliebt. Nummer 2? Eine gewisse Eifersucht ist gesund, denn sie macht auch auf einer gewissen Art und Weise geil. Okay. Na, weil man... Ja, also solange sie gesund bleibt, finde ich eine Eifersucht auch sehr sympathisch. Weil wäre mein Partner nicht eifersüchtig, würde ich ja gar nicht merken, dass er mich liebt. Da hört man schon, dass sie Familie hat, Kinder hat und so. Die will schon den Mann an den Eier packen. Nummer 3? Also ich bin auch etwas eifersüchtig, manchmal auch krankhaft. Ja. Hatti. Was sagst du? Ja, also das sind halt typische... Die Nummer 3 hat das gerade extra gesagt, das war diese Exit. Das war, Bruder, das war Rettungsschwimmerweste, Bruder. Das war Bademeister, hol mich hier raus. Ich gehöre nicht ins Wellenbecken, Bruder. Das hat die extra gesagt, die wollt nur raus, Bruder. Ja? Frauen, Ängste, wenn die mal verlieren. Habt ihr das gemerkt? Ihr habt es gemerkt, gell? Liebt sind, haben sie also Angst, den Mann zu verlieren. Ich hab noch eine Frage. Immer noch nicht raus. Mädels, hört mal zu. Was ist denn jetzt? Sex und Liebe, gehört das zusammen oder trennt ihr das? Also man kann es definitiv trennen, aber Sex mit Liebe ist das größte Ereignis, größte Höhepunkt. Eine Naturgewalt. Selbstverständlich kann man das... Weißt du, was ich feiern würde? Der nimmt die Erste und dann kommt Miguel. Das wäre, Bruder, das wäre richtig, das wäre cool, ja? Denn allerdings würde ich sagen, dass der beste Sex ist mit dem Menschen, den du liebst. Okay, 3. Habe ich leider keine Erfahrung mit. Also, Nummer 3 kann gehen, schisch ab. Okay, kommst du einmal raus. Nicht geschockt. Hallo? Miau. Miau. Also, pass auf. Also, ich bin gerade rausgeflogen. Ich bereue es auch nicht. Ich habe nichts verpasst. Miau. Ja, das ist halt hier nicht so artig gewesen heute. Das ist nicht so. So, aber sie hat gleich Panik bekommen. Dann wusste ich, dass sie zu jung ist vom Denken her, weißt du? Aber bereust du es so, wenn du sie anguckst? Nein, die ist zu jung für mich, aber es ist eine Granate, muss ich sagen. Ja, ja. Schon, ja klar. Aber mein Cousin. Was sagst du? Er ist nicht mein Typ. Ist ein netter, aber ist nicht mein Typ.
Eine Frage an dich. Kannst du tanzen? Ja. Dann tanz ab. Oh, also, oh mein Gott, Bruder. Boah, Bruder. Das feier ich, Bruder. Das ist genau das, was ich feier, Bruder. Der war kalt. Der war trocken als dieser Keks mit dieser Nuss in Mitte, Bruder. Der war krank, Bruder. Habt ihr... Ja, ich kann tanzen, ich kann richtig. Guck mal. Was sagst du? Das ist jung für mich, aber es ist tief. Ist netter, aber ist nicht mein Typ. Eine Frage dich. Kannst du tanzen? Ja. Ja. Tanz ab. Ja, tanz ab, Alter. Baba. Also kommen wir zu den zwei Finalisten. Das ist jetzt Creme de la Creme. Wir haben jetzt... aber wir müssen jetzt beide mal tanzen. Jeder muss mal zeigen, was er kann. Ich habe eine bessere Idee. Ich bin weg. Ich guck weg. Wir lassen Yüksel hier auf dem Hocker sitzen, machen einen geilen Beat an und dann muss jeder mal tanzen. Also ihn anstrippen. Ich bin weg. Oh yeah. Wollen wir das kippen? Okay, dann holen wir jetzt einen Stuhl und dann kommt ihr... Wollen wir das skippen? Einzeln immer raus, ja? Wer möchte anfangen? Meine Freundin. Ja, komm. Komm, wir skippen das. Okay, paar Leute sagen nein. Bruder, ich dreh mich weg. Ihr könnt gucken, Bruder, ja? Ihr könnt gucken, was ihr wollt. Ich dreh mich weg. Es sei denn, es wird zu übertrieben, Mods. Dann müsst ihr mich stoppen. Ey, nein, ich hab Angst. Ich hab Angst vor Twitch, Bruder. Das wird übertrieben. So, okay, so. Akzeptiert ihr das? Ja. Oh mein Gott, er hat zwei Dates, Leute. Was? Okay, wie... Der hat beide genommen? Wie geht der Abend jetzt aus? Ja, wir gehen jetzt auf eine Feier und lassen uns krachen. Wir lassen uns krachen, oder? Ja, das können wir gerne machen. Digga, es ist unglaublich, ich bin in dieses Format reingegangen, ohne irgendwelche Erwartungen. Aber die Erwartungen, die mich hier getroffen haben, waren überwältigend. Es war krass, also mehr geht nicht. Ich bin da reingegangen ohne Frau, bin rausgekommen mit zwei Frauen, Digga. Also wenn ich heute Abend einen Herzinfarkt bekomme, dann habe ich alles richtig gemacht. Yüksel Lee aus Frankfurt. So, das war's mal wieder mit dem Format, Folge 2. Ey, Digga, Prime by Delarue, dankeschön für 10 Monate, mein wunderschöner Bruder. Ja krass, die haben sich gefunden, Bruder. Ja, warum sind die glücklich, Bruder? Ja. Okay, Dreddies, ey, das war schon so Ding. Wie soll ich euch sagen, ja? Mama, ich weiß, was dich interessiert. Es ist hier so leicht, sein Gesicht zu verlieren. Zwischen Krise und Wohlstand, bra, wollte ich dir nur die Miete im Monat zahlen. Walla, mach para, inshallah, nützt das was? Denn ich fütter die Hand, die gefüttert hat. Ich hab auf die Chance nur gewartet. Rap La Rue, ich komm von der Straße.